So, ich habe jetzt extra 2 Tage gewartet, bis alles richtig schön eingetrocknet ist. Mein Bike sieht wirklich klasse aus, oder? Mein Gott, mein Gott. Was kann man da machen? Da hilft doch nur noch eins. Da fällt mir nur eine Autowaschanlage ein. Eine Waschstraße oder ein Waschplatz. Waschstraße geht nicht, dann werde ich selber nass. Ja, dann fahre ich jetzt einfach mal zum Autowaschplatz. Und werde mal vorsichtig mit dem Hochdruckreiniger rangehen, weil sonst kriege ich dieses lehmige, dreckige Zeug da nie runter. Okay, dann fahren wir mal los. So, meine Lösung naht, ich hoffe es jedenfalls. Der Waschplatz. Erstmal schön einweichen, bevor der Hauptwaschgang kommt. So, fertig. Wahrscheinlich war ich wieder viel zu mutig. Ich habe immer gesagt, an Fahrräder, Motorräder oder dergleichen, auf meine Fahrzeuge lasse ich keinen Hochdruckreiniger. Ja, ich habe es natürlich jetzt wieder geschafft, nur zu kräftig geblasen, gepustet. So. Da verabschiedet sich jetzt die Beschriftung mit Sanddämmlack. Sieht nicht so toll aus. Ansonsten sieht es wieder einigermaßen aus. Das war's jetzt mal. Der erste Dreck ist runter, der Feinschliff erfolgt zu Hause. Jetzt habe ich mehr Geld ausgegeben als fürs Auto waschen. Ja, schon merkwürdig. Aber egal, jetzt ist wieder halbwegs sauber. Ja, dann fahre ich mal wieder los. So, ab nach Hause. Es ist nämlich sehr kühl, weil es ist hier überall so komisch nebelig. Man sieht unseren Teutoburger Wald da hinten kaum noch. Und dann stelle ich das Bike erstmal in die Garage und lasse es abtrocknen. Mit dem Hochdruckreiniger, das was da an der Felge abgegangen ist, das war nur eine Beschriftung. Also kein Lackschaden. So, das war's.